Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Rezensionsvideo. Heute geht es um das Buch Das unendliche Meer von Rick Jensy. Das ist der zweite Teil der Trilogie Die fünfte Welle. Es ist im Goldmann Verlag erschienen, hat 352 Seiten und kostet 16,99 €. Die erste Welle vernichtete eine halbe Million Menschen, die zweite noch viel mehr. Die dritte Welle dauerte ganze 12 Wochen an. Danach waren 4 Milliarden tot. Nach der vierten Welle kann man niemandem mehr trauen. Cassey Sullivan hat überlebt, nur um sich jetzt in einer Welt wiederzufinden, die von Misstrauen, Verrat und Verzweiflung bestimmt wird. Und während die fünfte Welle ihren Verlauf nimmt, halten Cassey, Ben und Ringer ihre kleine Widerstandsgruppe zusammen, um gemeinsam gegen die anderen zu kämpfen. Sie sind, was von der Menschheit übrig geblieben ist. Und sie werden sich so schnell nicht geschlagen geben. Und während Cassey immer noch hofft, dass ihr Retter Evan Walker lebt, wird der Kampf ums Überleben immer aussichtsloser. Bis eines Tages ein Fremder versucht, in ihr Versteck einzudringen. Rick Jensy hat hier eine wunderbare Geschichte zu erzählen und hat die meiner Meinung nach auch wirklich gut zum Lesen gebracht. Anfangs war es genauso wie beim ersten Band wieder. Ich muss irgendwie reinkommen und fand es dann irgendwie irritierend reinzukommen. Aber das hat dann irgendwie nach ungefähr 20 Seiten wieder geklappt. Die Geschichte wird abwechselnd aus der Sicht der verschiedenen Protagonisten erzählt. Und ab und zu ist es für mich ein bisschen verwirrend, aus welcher Sicht jetzt die Geschichte erzählt wird, weil, keine Ahnung, steht jetzt auch nicht zum Beispiel drüber, ja, die Geschichte wird von Cassey erzählt oder die Geschichte wird von Ringer erzählt und aber ich glaube nach 2, 3 Sätzen weiß man, so weiß man dann wieder, von wem die Geschichte erzählt wird. Ich konnte eigentlich das Buch ganz schnell zu Ende lesen und jede einzelne Seite auch genießen. Es war auf eine Art niveauvoll, aufregend und an manchen Stellen auch wieder ein bisschen traurig, aber eigentlich auch so lange, dass man eigentlich nicht traurig sein konnte. Und Jensy hat einfach einen richtig genialen Schreibstil, mit dem er seinen Leser nur so an das Buch kettet und sie auch nicht mal loslässt. Die Kapitel sind wie beim ersten Buch auch nicht wirklich lang, was mir persönlich auch gefällt, da ich so jemand bin, wo meistens ein paar Kapitel liest und dann aufhört und auch mal schnell was lese, wenn ich mal zwischendurch kurz Zeit habe. Auf jeden Fall freue ich mich wirklich auf den dritten Teil der Trilogie und hoffe es, wie es und freue mich, wie es endet, hoffentlich. Ich hoffe wirklich, dass der dritte Teil bald erscheint. Falls jemand schon was Genaueres weiß, kann man mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin für jede Information dankbar. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss!